Hallo meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen bei Kreativ mit M. Ich wünsche allen meinen lieben YouTube-Freunden ein super tolles 2016 und ich möchte mich nochmal bei allen für die wirklich tolle Unterstützung im letzten Jahr 2015 bedanken. Und ja, die Weihnachtsdekoration hat nun so langsam ausgedient und ich möchte euch eine kleine Idee in diesem Video mitgeben, wie ihr sie schnell ersetzen und durch eine neue, schöne Dekoration eintauschen könnt. Und ihr braucht dazu eine Flasche. Ich habe sie eine halbe Stunde in Spüli eingelegt und dann die Etiketten und die Ränder hier entfernt. Sie muss sauber und fettfrei sein, ein bisschen Kleber, eine Schere, ein bisschen ein Pinsel, ein Glas Wasser und ich habe hier einmal so dunkelbraunes Paketband genommen und dazu habe ich eine Luftmaschenkette von ca. 10 Metern gehäkelt. Das heißt, ich habe 2x4 Meter und einmal 2 Meter gehäkelt und schauen wir mal, wie viel wir davon brauchen, um die Flasche zu umwickeln bzw. zu bekleben. Ich fange mit der 2 Meter Leine an. Entschuldigung, das war das Kabel. Und lege dazu das Paketband und die Luftmaschenkette so nebeneinander und beginne damit die Flasche mit Kleber einzupinseln. Und zwar machen wir das in kleinen Abschnitten. Mal gucken, ob der Kleber da auch rauskommt. Sonst drehe ich einfach den ganzen Deckel ab, weil wir brauchen natürlich ein bisschen. Und da kann nur Kleber rauskommen, wenn man hier vorher den Deckel abmacht. Das hätte ich eigentlich auch schon vorher tun können. Aber jetzt müsst ihr halt schauen. So, einen Moment. Und jetzt kann der Kleber dazu nehmen. Ich nehme dazu ganz normalen Bastelkleber. Habe mir jetzt natürlich auch gleich die Hände schon mit eingesaut. Einmal abwischen. Und los geht's. Also ich nehme jetzt ungefähr so einen Streifen und pinsel den jetzt gleichmäßig hier rundherum ein. Man kann die Flasche über das ganze Jahr benutzen. Wie ihr schon im Vorspann gesehen habt, habe ich dazu Häkelblumen gemacht. Dafür gibt es demnächst zumindest von der Rose auch noch ein Video. Aber wir fangen mal langsam mit der Flasche an. Und für Leute, die anfangen möchten zu häkeln, eignen sich Luftmaschenketten ideal. Also auch ein ideales Anfänger-Häkelvideo dazu. So, ihr habt also die Flasche jetzt eingepinselt. Ich auch. Immer gut eine Unterlage, die ruhig schmutzig werden kann. Und nun einfach hier die Fäden ankleben und um die Flasche legen. So dass es eng ist. Man kann die dann noch ein bisschen rumrücken. Nachher nochmal zusammendrücken. Dann zwischendurch mal hinstellen. Die Fäden jetzt zusammendrücken, so nach unten. Dass es auch gut eng aneinander ist. Dann sieht das ungefähr jetzt so aus. Alles, was nachher an überschüssigen Fäden ist, können wir später abschneiden und mit einem Knoten dann wieder fixieren. So, und das machen wir jetzt eigentlich rundherum um die ganze Flasche, bis wir hier oben angekommen sind. Wie ihr seht, habe ich schon ein Stückchen weiter geschafft und jetzt brauche ich neues Band. Dafür habe ich hier einfach den alten abgeschnitten und ordentlich mit Kleber eingeklebt und jetzt lege ich hier einfach den neuen
so parallel oben drauf und mach weiter wie gehabt. Einfach weiter drumlegen. Und erst zum Schluss dann runterdrücken. Sonst geht zu viel Kleber ab und dann klebt es nicht. Kann das so ganz gut auch rundherum machen. Ich bin jetzt hier angekommen und wir machen im Prinzip genauso weiter wie bisher. Das rutscht natürlich dann ein bisschen hoch und man kann jetzt erstmal locker legen, das hier so mit einer Hand fixieren. Wer mag und wer jetzt keine Lust auf ein bisschen Tüdel hat, weil das ist schon ein bisschen knifflig, wenn man doch hier so ein bisschen fixieren muss und rumlegen muss, der hört einfach ab dieser Höhe auf und schneidet den Faden ab. Wichtig ist jetzt, dass man wirklich viel Kleber benutzt. Wenn der hier durch das Drumlegen abgegangen ist, einfach nochmal neu drauf machen, damit der Faden oder die beiden Fäden wirklich gut kleben. Fertig ist die Flasche. Wie ihr seht, man kommt genau mit 10 Metern bei so einer großen Flasche hin. Wenn ihr eine kleinere nehmt, braucht ihr nicht unbedingt mehr. Und wenn ihr das jetzt habt, so wie ich hier, dass hier ein Faden rausgeht, fixiert den nochmal, schneidet den ab und fertig ist eure Flasche. Und nun könnt ihr sie wunderbar dekorieren mit Blumen oder wie ihr das auch immer möchtet. Und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten mein selber machen. Freue mich wie immer über einen Thumbs up und über einen Comment. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Anne.